Bei Yosio Selen. Eines Tages wachte ich in meinem Zimmer auf und mein Zimmer hatte sich irgendwie verändert. In meinem Zimmer waren überall Fotos von einem Mädchen zu sehen. Auf dem Foto war ein Mädchen, das hatte blonde Haare und ein weißes T-Shirt an. Die Fotos waren überall in meinem Zimmer. Manche waren an den Wänden, andere hingen von der Decke. Ich sah direkt vor mir und sah dieses Mädchen, auch ohne Foto. Ich sah links und rechts von mir und sah dieses Mädchen. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich beschloss, hinauszugehen. Ich ging auf die Straße und an einem vorbeifahrenden Auto war genau dieses Bild zu sehen, mit dem Mädchen, mit den blonden Haaren und dem weißen T-Shirt. Ich ging in die Stadt, und an einem Baum hing auch genau dieses Bild. Jemand ging an mir vorbei und gab mir ein Flugblatt, wo genau dieses Mädchen abgebildet war. Ich konnte mir nicht erklären, was das zu bedeuten hatte. In einem Laden durchblätterte ich eine Zeitschrift, und auf einer Seite sah ich genau dieses Foto von diesem Mädchen. Ich ging in eine Bar und trank ein Bier. Auf dem Bieretikett war genau dieses Mädchen abgebildet. Auf allen Bieretiketten war genau dieses Mädchen abgebildet. Es war immer das gleiche Foto von ihr. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer das war. Ich ging wieder heim. Es klingelte das Telefon. Eine Frau brachte mir das Telefon. Aber der Anrufer hatte sofort aufgelegt, nachdem ich am Hörer war. Was hatte das zu bedeuten? Ich sah aus dem Fenster. Dort ging eine Person mit genau diesem Bild die Straße entlang. Auf dem Bild war dieses Mal zusätzlich ein Telefon abgebildet. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Ein wenig später klingelte es an der Tür. Ich öffnete die Tür, und vor der Tür stand genau dieses Mädchen von den vielen Bildern mit blonden Haaren und weißem T-Shirt. Ich sagte, wer bist du? Das Mädchen umarmte mich und reichte mir ihre Hand. Ich gab ihr meine Hand. Dann sagte das Mädchen, bei Yosio Selen. Das Mädchen verschwand. Ich ging wieder in mein Zimmer. Und alle Fotos waren verschwunden. Auch als ich später nochmal in die Stadt ging, habe ich keines der Bilder von Yosio Selen wieder gesehen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Ende. Bei Yosio Selen. Eine Kurzgeschichte von Gerät Wind.